So, und damit herzlich willkommen zurück zum Minecraft Let's Play. Und heute eine ganz besondere Aufnahme, denn heute habe ich Unterstützung hier neben mir sitzen, denn neben mir sitzt der Tomaten-Tom. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Dorowi Entertainment mit Robin. Ja, mit mir und hier dem Eulen neben mir. Genau, ja, Thomas, ne, du als... Ja, du als Verfolger des Let's Plays weißt natürlich Bescheid, wie es hier aussieht und so weiter. Natürlich, ne? Ich habe mir die letzten drei natürlich alle angeguckt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, ja, es regnet gerade ein bisschen. Das ist nicht traurig. Doch, es regnet. Und ich glaube, das Letzte, was ich in der letzten Aufnahme gemacht habe, genau, ich habe mir Sand, Eimer mit Gedönse hier gezuppelt gemacht. Mit blauem Sand? Mit blauem Wasser, genau, damit ich den Scheiß hier wegmachen kann. Weil das ist ja ein bisschen... Warum? Ja, hier ebenere Fläche und dann mache ich mir hier irgendwo so einen unendlichen Brunnen hin. Das einzige Blöde ist... Wie macht man unendlichen Brunnen? Vier Dinger und dann Wasser rein. Dann kannst du unendlich Wasser rausschöpfen. Das Blöde hier ist nur, dass hier halt nichts drunter ist. Das ist ja relativ rausgebaut einfach. Und... Ne, weiß Bescheid. Weiß ich Bescheid. Du kannst das auch zu dir rüberhalten, dann kannst du auch lauter sprechen. Ja, wenn ich verlange. Ja. So, dann fangen wir einfach mal an und... da unten ist es dunkel. Ich nehme mal ein Schwert. Denn mittlerweile habe ich ja die Monster eingeschaltet, wie ihr wisst. Wissen wir? Robin hat nämlich unnormal gefailt mal wieder. Wie so oft. So. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen dunkel jetzt hier, ne? Aber, draufgeschissen. Da war schon wieder diese Rauchwolke, das ist doch nicht normal. Ah! Alter! Was ist das? Was ist das denn? Das ist... Ein Frettchen. Das ist so ein Silberfischding. Du Scheiße! Sind die tot? Sind die tot? Die sind tot, ja, die sind untot. Gefährlich? Ja, die greifen eigentlich an. Ja, hol den, hau den, tote den. Ja, aber... Tote den zurück? Das bedeutet ja... Da ist doch einer! Was ist denn hier los auf einmal? Das bedeutet, dass hier... Ah! Ja, weil da Wasser... Kommen die nicht nur unter Wasser vor? Hä? Die haben einen eigenen Spawner, Silberfische. Hey? Ja, das ist übrigens Eisen. Ja, dann wird da wohl ein Spawner sein. Oder die sind einfach so gespawnt. Boah, wie schlau ich bin. Ja, aber... Boah, wie ist schon wieder leck. Wie, hörst du das? Das? Ja, das sind die Dinge. Oder Spinnen, aber... Weil jetzt habe ich ja die Monster und jetzt geht's da unten noch ab. So. So, was ich nämlich machen wollte, ist hier, wie du siehst, ne? Ja, ja, klar. Das ist ein bisschen scheiße, deswegen will ich da drunter auf jeden Fall eine Cobblestone-Schicht machen. Wie du ja weißt, da du das Let's Play verfolgst. Natürlich. Warum... Ich verfolge das natürlich. Das würde ich nicht wegmachen, das ist eine Treppe durch. Halt die Klappe. Und wenn du etwas sagen willst, würde ich auch außerdem ins Mikrofon sprechen, richtig, ne? Ach, so ist das. Ja. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Ja. So, Cobblestones und so weiter. Ja, wie geht's dir denn so eigentlich? Mir geht's hervorragend. Ich hab heute wieder ein bisschen gefailt, mal wieder. Zur Abwechslung. Ja, wie so oft. Die kann ich wegmachen noch, so. Kann ich das eigentlich auch wegmachen, dann mache ich das ein bisschen weiter nach außen. So. Ja, ich wollte gerade sagen, bau dir doch da so ein fettes Schloss so. Ich noch raus und so. Nee. Obwohl, ich baue mich jetzt direkt hier raus. Das meine ich ja. Affe. So, zack. Zack. Baust du dir da jetzt eine Treppe hin, oder? Ja, damit ich da oben... Baust du dir da jetzt eine Treppe hin, oder was? Entschuldigung. So, Affe. Damit ich da oben rankomme. So. Ach so. Ja. Fehler. Oh, no. Egal. Ja. Kein Fehler, okay. So, hier so eine Schicht aus Koblet darunter, ne? Guck mal, da sieht man auch erstmal wieder, wie wahnsinnig tief das ist. Alter, wird das unten immer dünner? Ja, unten ist einfach da nur noch einer. Ja, dann ist das doch voll gechillt. Dann baust du da ein paar Fallen. Naja, okay, doch nicht. Willst du da jetzt komplett Kabel drunter machen? Ja. Weil ich habe Angst, dass ich meine... ich weiß, das ist jetzt weg, ist egal. Ich meine Erde verliere, wenn ich die irgendwann doch wieder abbauen will und dann... Ja, klar. Dann verliere ich die ja. So, jetzt hier schön vorsichtig langwatscheln. Das wäre zu lustig, wenn du runterfällst. Halt die Klappe. Aber ich habe gerade eben ein Safe Game angelegt, also kommen wir auf jeden Fall wieder hier hin. Bau mal da unten, bau mal da den Sand weg. Den Sandstein. Den Sandstein meinst du? Ja. Ja, ich glaube, das ist eine super Idee, wenn ich das jetzt mache. Mach mal, komm. Ja? Also, gut. Hä? Absehbar.
Vor allem, ich hoffe, du wirst rausgespült. Ja, okay. Du war, bist nicht dumm. Nein, ich habe gesehen, dass ich hier nicht... Oh. Ja, wie aber immer. Das ist jetzt ja auch dann interessant, weil dann kann ich ja jetzt eigentlich den hier machen. Woo! Ich hoffe für dich, ich hoffe, du fällst nicht zur Seite runter. Genau das! Komm schon! Oh, schade. Ein bisschen Luft holen. So, okay. Ja, ein bisschen Abenteuer muss immer sein. Ja, guck mal, wie hier direkt was Spannendes passiert, wenn ich da bin. Okay. Als wäre vorher nichts Spannendes passiert. Ich habe Kohle gefunden. Ja. Scheiße. Oh, schade. Voll aus Versehen die Kohle gefunden. Ah, das war echt geil. Ich brauche Kohle. Oh, Kohle. Ja, war wirklich so. So. Wo wir bei Kohle sind, lass mal den Kohle-Guss von Gronkh. Kohle, ich mag Kohle so gern. Ja, wer mag keine Kohle, er mag keine Kohle. Kohle kostenlos. Das ist der neue Song übrigens, falls du ihn noch nicht kennst. Nee, den Creepermann, da kommt auch so ein Kohle-Teil vor. Kenn ich noch nicht. Vom guten Rahmschnitzel. Unbedingt anschauen. Ziemlich geiler Junge. Der Rahmschnitzel, der ist echt. Der hat's drauf. Und der Gronkh sowieso, ne? Das ist ja. Jetzt promote ja erfolgreiche YouTuber. Die Klappe. Ja, jetzt kann ich hier wieder, super, jetzt kann ich hier wieder hinbauen. So, gehen wir mal hoch. So. Erzähl mal, was soll man denn jetzt machen eigentlich? Ja, wie gesagt, also ich würde mir, also ich fände es cool, wenn du da jetzt so ein fettes Wolken, also nicht Wolkenschloss, aber so ein fettes Schloss da hinbauen würdest. Also so zur Seite raus. Aha. Und so. Aha, interessiert mich gar nicht. Nee. Ich setze mal einfach so einen Cobblestone in die Gegend, weil ich so wenig Interesse an dem habe, was du erzählst. Ja, ich kenne das schon, Robin. Mhm. Ja, ich weiß. So. So, keine Idee. Ich will ehrlich gesagt erst den Brunnen irgendwo hinbauen, bevor ich... Ja, klar. Aber andererseits weiß ich nicht, wo genau ich jetzt diese... ich hab grad gedacht, den so Kabelstone hingesetzt habe. Warum hast du nicht von unten ein Ding durchschlagen? Ja. Geh nochmal runter, durchschlag einen Erdteil. Okay. Aha. Und dann hast du eine Markierung. Ah, ja. Zum Glück leckt das nicht. Nee, gar nicht. Das wäre echt bitter, wenn es lecken würde, oder? Ja, oder? Das wäre schon fast... Traurig. Traurig, ne? Jetzt so, dann durchschlägst du da eins. Was? Ja, der ist sogar oben geblieben. Wie korall ja, ist das denn? Und dann weißt du, das ist die äußere Ecke. Ja. Ja gut, jetzt ist es nicht mehr die äußere Ecke, aber so, gut. Ja. Aber es ist eine Ecke. Jupp. Also eine Kante. Jupp. Aber ehrlich gesagt will ich den Brunnen auch nicht da haben, der sieht da auch doof aus. Ja, dann bau den doch da unten hin, in den Statten, in den Fels. Und dann muss ich immer runterlaufen, um Wasser zu holen. Ja, willst du denn nur... Wow. Willst du denn nur da oben rumchillen oder was? Du kannst auch runtergehen und dir da schön... Ja, das ist so eine Sache. So, ich hoffe, ich kriege jetzt wieder Sublinks. Ja, kriegst du immer. Nö, ich hoffe... Komm, fall runter. Komm. Nein, da ist auch ein Stein runter. Oh. Nein. Shit. Ja, komm, dann mache ich das jetzt... da müsste ja hier... Könnte ich den ja hinbauen dann, ne? So. Habe ich die Erde schon mitge... nein, habe ich noch nicht die Wassereimer. Zack, zack. So. Einer. Zwei. Wenn die Aufnahmequalität ein bisschen schwankt, dann bin ich ein bisschen zu doof, weil ich halte das Mikro und ich schwanke hier die ganze Zeit mit dem Mikro hin und her. Also das ist nicht Robin, der dumm ist, sondern das bin ich, der dumm ist. Wie immer. So, und jetzt guck mal hier. Jetzt kann man nämlich hier Wasser rausnehmen. Geilos. Und das füllt sich einfach hier dann wieder auf. Das ist einfach so. So, und das ist gut, jetzt habe ich mich wieder zwei Wassereimer. Das heißt, ich bin auf jeden Fall safe, wenn irgendwas passiert. Und dann kann ich den. Ja, weil du die ja auch sofort dabei hast, dann immer, zum Glück. Falls irgendwas passiert. Nein, falls der jetzt mir kaputt geht oder doch nicht mehr funktioniert, habe ich immer noch Wasser und kann mir einen neuen bauen. Und dann kann ich nämlich den Ranz hier endlich mal entfernen. Warum baust du da jetzt Dings hin? Lass rausfließen, dann hättest du so einen geilen Wasserfall gehabt. Den kann ich mir immer noch bauen, weil ich jetzt einen unendlichen Wasservorrat da hinten habe. Ja, aber so hättest du nicht Schaufel verschwendet. Ja, aber ich will hier ja eine ebene Fläche haben, deswegen kann ich das sowieso machen. Oh, okay. Ja, aber nicht so viel. Hä? Doch. Einfach aus Prinzip. Aber du bist unfähig. Nö, wieso? Ja, weil du da was rein... Ich will alles mitnehmen, den ganzen Sand hier, ne? Das ist dir klar. Ja. Und die ganze Erde will ich auch haben. Deshalb also, schmeißt du die auch zur Seite raus. Nein. Mir ist erst in der letzten Folge, wie du ja weißt, da du das Let's Play verfolgst, ja, einer runtergefallen. Du musst das nicht immer wieder erwähnen, dass ich das erfolge. Verfolge. Doch, mache ich aber gerne. Ich weiß.
So. Wie wär's, wenn du das jetzt einfach mal ein bisschen erzählst und ich baue einfach und du redest einfach die ganze Zeit? Das wäre doch mal eine coole Idee, was oder? Soll ich denn reden? Ja, das ist deine Sache. Das ist mir egal. Ah, gut, okay. Also, wie ihr hier seht, baut der Robin gerade Sand ab. Und, boah, ich weiß nicht, ob der Robin euch... Der Robin vorhat euch das zu zeigen, aber der hat das bestimmt, also das wäre bestimmt geil, weil der hat echt eine mega geile Singleplayer-Welt. Ach, naja, gibt bessere. Die, ja, zum Beispiel meine, aber meine, kann ich euch auch noch was Lustiges zu erzählen, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall hat der Robin wirklich eine mega geile Singleplayer-Welt mit so richtig geilen, also zeigt euch am besten, weil das ist wirklich, wirklich geil. Kann ja mal eine Show machen. So, und meine Singleplayer-Welt, darüber möchte ich eigentlich nicht reden. Die Geschichte ist nämlich so traurig, da könnte ich fast weinen. Erzähl doch mal. Halt mal. Kennst du doch. Nö, weiß gar nicht, was du meinst. Erzähl mal. Pass auf, wo du da abpasst. Nee, das war gewollt, weil ich mache jetzt hier. So. Bist du ein Dribbler. So, weil hier soll nämlich jetzt eine Fackel hin, weil das sieht schön aus. So. Du bist wirklich fackelhaft. Ja gut. Gut. Mit, ja, also meine Singleplayer-Welt, ich weiß nicht, bei welchem Patch es war. Auf jeden Fall, es gab ja mal Blitze und die Blitze konnten ja auch mal, was glaube ich mittlerweile nicht mehr so ist, Sachen in Brand stecken. Weiß ich gar nicht, ob das noch so ist oder ob das jetzt mittlerweile... Hör auf, ich hatte überlegt, wieder anzufangen, aber wenn du mir sagst, das ist immer so... Ja, auf jeden Fall hatte ich mir echt ein mega fettes... Wollte ich mir ein mega fettes Holzschloss bauen und hab dafür... Ich hab echt auf Papier 2 Tage lang oder so gezeichnet, wie das aussehen soll. Hab dafür schon alles nicht im... Wie heißt der Mode? Nicht im God-Mode, sondern im... Wie heißt das normale, wo man abbauen muss? Survival-Modus. Ja, im Survival-Modus. Also ich habe wirklich die ganzen Scheißbäume abgebaut. Ich habe bestimmt... Oh, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Bäume. Bestimmt 3. Drei bestimmt. Mindestens 3, oder? Ja, wahrscheinlich. So, jetzt muss ich hier wieder eine Schicht drauf. Ah, warte mal, da hinten war noch... Ich habe bestimmt, ja. Ich weiß nicht, 300, 400 Bäume abgebaut. Ich hab bestimmt 5 Stunden am PC gesessen, nur Bäume abgebaut und Bäume gepflanzt natürlich wieder. Du weißt aber schon, dass das nicht gut ist, ne? Mit Bäume abholzen und so. Ach so, ja, wegen den Tropen und so. Ja, ne? Ja, und so weiter. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch für jeden einen neuen gesetzt. Sogar mehrere, weil, ne? Ja, auf jeden Fall, ich bin dann mal wieder weg, weil mir ist das Holz, meine 300 Bäume waren auf einmal dann doch nicht genug, weil ich habe das alles verbaut. Das sah mega geil aus, alles. Erzähl nur weiter, ich bin aufmerksam. Ja, du lass mich gleich eh wieder raus. ja, auf jeden Fall ist mir mein Holz ausgegangen. Ich bin los, wollte neues Holz hauen. Wieder ein Baum, yes. Bin wiedergekommen und mein Haus war weg, weil ich habe das auf so einem fetten Hügel gebaut. Hab so eine fette Glastunnel auf die andere Seite vom Hügel gebaut. Das war mega geil. Ja, auf jeden Fall bin ich dann wiedergekommen, mein Haus war weg. Ich habe erstmal so gedacht, was geht denn jetzt? Bin ich hier falsch? Bin auf den Hügel hochgehüpft und habe dann da so die jämmerlichen Reste meines Holzhauses dann da abfackeln sehen. Und da habe ich erstmal, glaube ich, 1 Stunde lang geweint einfach, weil das war... Ich habe da so viel Zeit rein investiert in dieses Scheißhaus und dann macht dieser Scheißblitz das einfach scheiße kaputt, wenn ich diesen Blitz erwische, ey. Nee, also ich fühle doch einfach mit dir, ne? Weil das ist schon hart, diese... Nee, ich finde das auch einfach nicht gut, wenn da einfach so ein Blitz dann kommt, ne? Ja, ohne Scheiß, ey, wenn ich den Blitz erwische. Ja, wenn ich, also, dem würde ich aber, gehöre ich hier einen Blitz verschaffen. Der kommt auf einen elektrischen Stuhl, der, ah, gut, okay. Oh, der war nicht so gut, oh, ja, okay, gut. Sind wir bei den schlechten Wortwitzen angekommen, ja, oh. Ja, Entschuldigung. Wird direkt ein Blitzkrieg angezettelt. War auch nicht viel besser. Ich weiß, aber wir bleiben jetzt auf einem Niveau. Ach so, ja, du willst ja, nein. Das ist doch klar, die Bäume sind immer nur so 5 hoch. Es ist Mutz. Nein, ist echt so. Die Weißen sind echt immer nur 5 hoch. Ach, die können auch höher sein. Nein, doch. Ich schwör's dir. Wenn du da ein bisschen mit Bone Meal machst, dann... Nein, ja, das weiß ich nicht. Aber normal sind die nur... Ich... Ja gut, scheiße, das ist kein Cheaten. So, Holz weg, zack. Oh, wir haben viel Holz. Guck mal hier, zack, 23. Mhm. Jetzt haben wir 69. Oh, guck mal hier, Sandstone. Braucht man zwar eigentlich nicht, aber... Ist eigentlich egal. Damit kann man damit nicht irgendwas Gutes machen, mit Sandstone? Och ja, mit Sandstone, ja... Weiß nicht, kann man sich schon. Kann man Sandstone sich so ein Sandstone hauen? Ja, so Ach nee, aus Sandblöcken kann man Sandstone bauen, so rum war das. Genau. Das